der Luft. Tagelang sind die beiden schon im Gebirge unterwegs. Maria erwartet ein Kind und Josef, ihr Mann, ist unruhig. Jeden Tag kann es geboren werden. Da wären sie lieber zu Hause geblieben. Doch der Befehl des Kaisers lautete: Jeder gehe in seine Geburtsstadt. Auf diese Weise will der Kaiser die Menschen in seinem Reich zählen. Anschließend kann er dann seine Steuereinnahmen berechnen. Ausgerechnet jetzt, da die Geburt für Maria kurz bevorsteht, müssen sie sich nun beide nach Bethlehem auf den Weg machen. Aus dem Norden des Landes bis in den Süden ist eine lange Reise für eine schwangere Frau. Zuerst hatte Josef geschimpft und gesagt: Wir gehen nicht. Aber die römischen Soldaten passen auf, dass jeder dem Befehl gehorcht. Immer wieder schaut Josef seine Frau an. Er macht sich Sorgen um sie und um das Kind. Endlich kommen sie in Bethlehem an. Es ist schon Abend. Die meisten Menschen schlafen bereits. Wo sollen sie jetzt noch eine Herberge finden? Maria ruht sich am Brunnen aus. Josef klopft an einigen Haustüren. Aber entweder schlafen die Bewohner schon fest oder sie wollen so spät keine Gäste mehr aufnehmen. Dann aber hat Josef doch Glück. Das Haus ist zwar voll, aber der Mann bietet ihm einen Platz in den Stallräumen an. Da können sie die Nacht bleiben. Die beiden sind froh, wenigstens ein Dach über den Kopf zu haben. Und warm ist der Raum auch. Josef legt ein wenig Stroh zurecht und breitet ein Tuch darüber. Die beiden schlafen sofort ein. Mitten in der Nacht weckt Maria ihren Mann. Ich glaube, das Kind kommt, sagt sie. Josef begreift erst nicht. Das Kind kommt, sagt Maria noch einmal. Josef sieht, wie sich Maria den Bauch hält. Sie hat Schmerzen. Josef rückt Maria das Stroh und das Tuch zurecht, holt Wasser aus dem Brunnen. Wenn nur alles gut geht, denkt er. Er hat Angst, etwas falsch zu machen oder Maria nicht richtig helfen zu können. Aber dann hört er den ersten zaghaften Schrei des Kindes. Josef legt das Kind auf Marias Bauch. Es ist so, wie der Engel gesagt hat, bemerkte Maria. Ein Junge. Und er soll Jesus heißen. Ob er wirklich ein König sein wird? Plötzlich geht die Tür auf. Maria erschrickt.
Ein paar Männer stehen in der Tür. Ihre Gesichter sind mit Bärten zugewachsen. Sie tragen schmutziges Leinen und Fell als Kleidung. Ganz vorsichtig kommen die Männer herein. Irgendetwas von Engeln und Lichtern erzählen sie und sie wollen den Heiland sehen. Dann knien sie vor Maria und dem Kind. Es wird still im Raum. Bevor die Männer gehen, lassen sich Maria und Josef noch einmal genau erzählen, was draußen geschehen ist. Wir sind Hirten, berichten die Männer. Plötzlich wurde es in dieser Nacht ganz hell. Ein Bote ist erschienen. Der hat uns gesagt, heute Nacht ist euch der Retter geboren, hier in Bethlehem. Er hat auch beschrieben, wie wir ihn finden können. Dann war die Nacht voller Musik, ergänzte ein zweiter Hirte. Von überall her kam Gesang. Ehre sei Gott in der Höhe und Frieden auf Erden den Menschen, an denen Gott wohlgefallen hat. Und ein dritter Hirte fügte nachdenklich hinzu, ich stelle mir das so vor, wenn der Junge groß ist, wird er vielleicht wie ein guter Hirte für die Menschen sein. Und als Hirte wird er darauf achten, dass die Menschen friedlich leben können. Schließlich nehmen die Hirten ihre Holzstöcke und gehen leise wieder in die Nacht hinaus. Maria kuschelt sich an Josef und schaut auf das Kind in ihrem Arm. Er wird ein guter Hirte sein. Die Weihnachtsgeschichte ist eine besondere Geschichte. Wir feiern den Geburtstag von Jesus, dem Hirten, der auf uns Acht gibt. Auch wir dürfen jeden Tag eine Hirtin oder ein Hirte sein und auf andere Menschen Acht geben und Frieden in die Welt tragen. Zünde ein Licht an für alle Menschen, die sich immer wieder für die Liebe und Hoffnung entscheiden. Gott segne und behüte uns. Gott lass sein Licht leuchten über uns und erwärme uns. Gott gebe sein Licht in unsere Herzen und in unsere Familie. Und schenke uns Frieden. Amen. Wir wünschen euch frohe Weihnachten und ein ganz schönes Fest. Wir tragen dein Licht, wir tragen dein Licht in die Welt hinein. Dann wird es nicht länger, dann wird es nicht länger, länger mehr dunkel sein. Von einer Hand zur anderen Hand geht dein Licht über unser Land. Von einer Hand zur anderen Hand über unser Land. Es leuchtet dein Licht, es leuchtet dein Licht.